Rumor Kids! Besenwagen sammelt dich heute zur Saisonabschlussfahrt ein. Ein paar Rennen laufen zwar noch, aber du hast es geschafft in die Offseason. Kauf dir eine Dose Pringles, bestell dir eine Pizza und schenk dir ein Bier ein. Oder ein Malzbier. Ein, zwei Wochen lang kannst du jetzt so tun, als wärst du ein normaler Mensch. Und dann bist du nervös genug, um die 2024er Saison zu starten und eine Bombenfrühform aufzubauen bis zum Wetterburnout Ende Januar. Na, wer fühlt sich ertappt? Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Meiner Andi Stauff. Und der Besenwagen bekommt die Reifen gewechselt, Wischwasser wird auf Frostschutz getauscht und die Heizung ist gecheckt von Rafa. Vielen Dank. Basti, du wirst ja dieses Jahr wieder Topform unter dem Weihnachtsbaum haben, oder? Ja, natürlich. Ich weiß ja, dass du Weihnachten auch schon wieder großes Rad-Event geplant hast. Ah ja, stimmt. Genau, ganze Weihnachtsferien, Trainingslager. Aber sonst stimmt das ja, also so diese ganzen Entbehrungen, die man übers Jahr früher hatte und dann Winterpause und dann geht's halt los, ne? Dann kannst du endlich mal wieder, wie du sagst, essen wie ein normaler Mensch. Das hatte ich ja jetzt die letzten Jahre. Aber Paul, hast du das jetzt wieder? Ne, ich habe leider, wie meinst also du? Hast du jetzt gerade wieder so Cravings, dass du jetzt so sagst, boah, nee, jetzt ist die WM vorbei, jetzt kann ich wieder zu McDonald's gehen oder so? Nee, gar nicht. Ich habe gerade eher so ein bisschen Sodbrennen. Also ich habe gerade gar keine Hunger. Nein, aber so wie ist deine generelle Stimmung? Oder hast du jetzt überhaupt Off-Season oder? Nee. Ich muss noch, ich will noch bis Ende des Monats weiter trainieren, weil ich dann auch das Aubert-Event habe und ich eigentlich meine Off-Season im Urlaub verbringen will und nicht während des Urlaubs Radfahren muss. Mhm. So, deswegen ziehe ich jetzt noch. Das ist noch. Sehr schlau. Und das ist für mich gerade mental ziemlich hart. Also weil ich bin ja aus dem Sommer in Italien mit 30 Grad. Wirklich die 8 Stunden Autofahrt nach Berlin haben dafür gesorgt, dass ich im Winter gelandet bin oder im trüben Herbst. Und es ist furchtbares Wetter in Berlin. Mhm. So. Ich muss mich jetzt gerade erstmal motivieren. Ich habe mir heute erstmal einen richtig schönen Sonnenbrand geholt. Ja, schön. Hätte ich nicht erwartet. Ja, nee, aber sonst Cravings habe ich gar nicht. Ich habe gestern Abend Prosecco getrunken. Das hat echt richtig gut geschmeckt, muss ich sagen. Also doch Cravings. Ja, aber sonst geht. Also ich habe mir gestern einen Burger bestellt. Hat mich jetzt nicht so, also ich habe jetzt noch keinen Rückfall gehabt, sagen wir mal so. Es geht. Aber, ja gut, aber sonst bist du ja, du hast ja wieder so, ich habe nämlich die Tage, habe ich mit einem ehemaligen Kollegen von uns beiden telefoniert und da haben wir nämlich hat er mich gefragt, wie das bei dir jetzt so ist, ob du da wieder so voll durchziehst und so voll professionell und Diät und so und ich so, ja, doch, Paul macht jetzt wieder das volle Programm, so wie früher. Wer war das? Linus. Linus Gerdemann. Achso, ja gut, der macht das Gegenteil, wie man sieht. Das hast du jetzt gesagt, aber nee, der hat das schon interessiert nachgefragt. So. Wer weiß, ja, vielleicht plant er doch auch nochmal ein Comeback jetzt. Hat jetzt gesehen, weil Werde hat es auch noch geschafft, Fossi abzuhängen. Ja, hält sich in Grenzen. Also ich bin heute am Eisladen vorbeigegangen, wo ich sonst noch mein Spaghetti-Eis abhole, also gehe ich eigentlich jeden Tag vorbei. Und ich habe mir keins gekauft. Also irgendwie, weiß ich nicht, momentan hitzt mich noch nicht. Okay. Ja. Worauf ich ja auch so ein bisschen mit der Einleitung hinaus wollte, ist, dass so die ganzen Amateurrennfahrer und KT-Ärzten und so weiter, die halten das dann aber auch gar nicht lange aus. So nach einer Woche nicht fahren oder 10 Tagen scharren die dann schon so mit den Hufen und sind halt auch nichts anderes gewöhnt, ne, als fahren. Ich mache mir gerade auch echt Winterbike-Gedanken, wie ich mir das hier aufziehe. Weil noch so ein Winter ohne Schutzblech geht echt nicht, ey. Ja, dann bau dir welche dran. Ja, es geht ja, geht ja an die modernen Aero-Räder, kriegst du ja keinen Schutzblecher mehr ran, deswegen muss ich wahrscheinlich das Curvelrad umbauen. Kann dir bestimmt jemand drucken oder so. Ja, wahrscheinlich, ja. 100%. Anfragen kommen rein direkt. Boah, ey, ich bin gestern erstmal wieder das zweite Mal jetzt in meinem Cycling-Couple-Leben voll ins offene Messer gelaufen. Ich hatte so richtig schlechte Form. So HRV war richtig niedrig. Ganze Woche okay, Hochzeit und so weiter, ne? Besucht, hat man ja vielleicht gesehen. Wir so erste Radtour hier, gescheite Radtour. Rocca Corba hoch. Ah. Am Anfang einer 130 Kilometer Tour
am Anfang diesen Berg hoch und Paul wird ihn kennen, Andy wahrscheinlich nicht. Also warum? also warum nicht? Das halt, habe ich ihm doch gesagt, ehrlich, also Basti ist ja jetzt gerade in Girona und das ist der einzige Berg, den ich da kenne und ich habe ihm das direkt empfohlen, dann soll er mal rauffahren. Ja, aber also das ist halt, also ja, okay, ja, gut. Wir sind halt so rumgefahren und dann musste man da halt am Anfang hoch. Aber ey, ganz ehrlich, ich wollte halt einfach easy hochfahren da. Kannst du erst aber mal nicht so reinkommen. Und dann halt habe ich schon wieder gemerkt, wir sind da 50 Minuten hochgefahren oder 49 oder so. Und so nach 30 Minuten drehe ich mich so nach links um, fängt schon wieder so dieses Half-Gewiele an. Und ich sag schon noch so, na, geht der Motor langsam an? Und dann wird's immer schneller. Und echt ohne Scheiß, 5 Minuten später bin ich am Limit und fahre noch 10 Minuten am Limit hinterher und auf den letzten 300 Metern war ich raus. Ich hab's nicht geschafft. Mich würde mal interessieren, unterhaltet ihr euch eigentlich beim Radfahren? Teils, aber ich fahre halt schon so, wenn es flach ist, fahre ich halt schon alles von vorne. Okay. Am Berg unterhalten wir uns, bis sie dann schnell fährt. Okay. Scheiße, Mann. Also ich freue mich ja, ne? Aber es war nicht schön. Ja, was soll man sagen? Bleib im Flachen, Bossi. Ja. Oder bergab. Genug privates Gelaber. Wir haben Gast erwartet, aber erstmal eine Huldigung an unseren schon oft erwähnten Freund hier, Luca Schwarzbauer, Shorttrack-Weltcup gewonnen. Gesamtsieg, Shorttrack-Weltcup. Im Gesamtweltcup ist er 4. geworden. Richtig geil. Hatten wir echt lange nicht in Deutschland. Also Shorttrack gibt es ja noch nicht so lange, hatten wir noch nie. Beste Shorttrack-Bauer der Welt. Glückwunsch. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich werde auch bald anstoßen mit ihm. Sehr gut. Ich glaube, Speed Company Rave. Ich glaube, der kann viel, ne? Also. Ja, also beim letzten Mal ist er absolut geisteskrank einfach abgedanced, stundenlang. Ja, gut, ich meine. Also wirklich so Mosch-mäßig. Aber Techno-Mosch. Guck mal, der hat ja ganz viel Kapazität in seinem Körper und der kann wahrscheinlich auch sehr viel Laktat bilden. Das heißt, der kann natürlich auch sehr lang performen da. Und schwitzt wie die Schwein. Ja, da sieht man aber auch im Radrennen immer. Also ich glaube, wenn andere irgendwie sich so eine Weste anziehen, fährt der halt ohne Unterhemd und Trikot offen durch die Gegend. Ja. Aber der hat ja auch einen Bär auf der Brust. Ne? Also ich meine, ich glaube, wenn er da die 2 Kilo mal abrasieren würde, dann... Nee, das ist, glaube ich, der Egger mit dem Bär auf der Brust oder hat das Schwarzbauer? Alle Mountainbiker haben das. Das sind alles richtige Männer. Okay. Richtige Holzfäller. Okay, nächste Huldigung. Oscar Sevilla. Einfach Tour auf Hainan gewonnen. Vor James Piccoli, glaube ich auch. Also so immerhin noch so World Tour Fahrer auch dabei. Nee, ist kein World Tour Fahrer. Nee, ist kein aber eigentlich ja. Eigentlich doch. Schon, ja. Der Typ altert einfach aber nicht, ja. Ne? Nee, der sieht unfassbar, der sieht oder? Wie früher, Mann. Also wie als Kind halt noch. Interview mit Joe Black. Ja. Gute Konservierungsmittel. Habt ihr diesen Tweet gelesen, den ich da reingeschickt habe von Team Telekom 2006? Mhm. Oder was war das? Ey, was war das für eine Mannschaft, bitte? Also den habe ich natürlich reingeschickt, weil Team T-Mobile 2006 Oscar Sevilla am Start war mit André Greipel, Mark Cavendish, Jan Ulrich, Michael Rogers, Andreas Klöden, Daniel Nadello, Sergei Gonča. Und? Jan Ulrich, André Greipel, Mark Cavendish und Oscar Sevilla. Und 2 davon fahren immer noch. Das wäre aber zu dem Zeitpunkt nicht mal das beste Line-Up gewesen, glaube ich, oder? Nee. Hatten sogar noch ein paar andere Hitter. Aber klar, ich meine, war ja bis zur Auflösung ja das beste Team, oder? Insgesamt schon fast. Man hatte immer noch so, man hatte da noch mehr so die Spezialisierung, wie man jetzt heutzutage teilweise hat. Ne? Also klar, US Postal war schon auch eine überragende Grand Tour-Mannschaft, muss man sagen, mit den Helfern, die hatten. Und Quickstep damals schon bei den Klassikern unschlagbar, aber so insgesamt, ich habe jetzt keine Weltranglisten vor Augen der Jahre oder UCI-Listen. Vielleicht kann man das nochmal irgendwo nachgucken, aber da denke ich mal, war T-Mobile auf jeden Fall immer weit vorne.
ich hätte ja immer noch gerne ein Trikot von dem Team. Ich habe auch, irgendwo fahren die demnächst mit, wo ich mal wieder jemanden fragen könnte. Ich glaube, sind die jetzt nicht bei Türkei-Rundfahrt? Wer? Das Medellin-Team. Ach so, ja. Kannst du mal fragen, ob der Zwiehoff dir ein Trikot tauscht? Ja, genau. Zwiehoff übrigens, herzlichen Glückwunsch. Also, ich wünsche ihm ja so sehr seinen ersten Sieg, aber das konnte sich dann heute schon mal definitiv sehen lassen. Zweites Mal zweiter Platz. Ja, Team Medellin, die sind da. Ich frag den. Wartet, ich habe natürlich eine Voicemail. Rudi, ich habe alles probiert heute, ey. Das war ein abnormaler Berg und ich habe viel attackiert und habe viel gemacht, damit Dutsenko ein bisschen suffert. Aber der Typ ist halt auch nicht von gestern, ne? Scheiße, ey. Aber alles probiert. Ja, kann man so sagen, ne? Lutsenko auch starker Fahrer. Aber bei so einer Bergankunft hätte ich ihn jetzt gar nicht so als Favoriten gesehen, oder? Ja, klar. Der kann aber alles. Ich glaube, er hätte jetzt noch ein Rocklisch da gewesen, wäre es nochmal anders, aber in Anführungsstrichen, in der Konkurrenz, also Zwiehoff ist ja eher ein Helfer als der Leader bei Bora, dann kann der Lutsenko schon immer, der hat auch in Oman die Bergankunft, glaube ich, schon mehrmals gewonnen. Mm-mm. Der ist ja auch mega steiler Anstieg, der kann sowas schon. Ja. Er hat gerade Asien Games gewonnen, also ich glaube, der war jetzt auch motiviert nochmal. Sind da eigentlich heute Leute aus dem Zeitlimit gefallen? Ich dachte so, das war der schwerste Berg, der jemals in einem UCI-Rennen verwendet wurde, habe ich irgendwo gelesen. Ja, kann sein, aber war jetzt auch nicht so spannend, 18 Kilometer oder? Mit 10,4%. Wenn die Berge zu schwer sind, dann passiert ja auch nie was. Also. Ja, die haben aber Zeitlimit aufgelöst heute, glaube ich. Mhm. 53 Minuten Rückstand hat der Letzte, das ist definitiv nicht mehr im Zeitlimit. Doch, 30% hatten die, oder? Ja, okay. Irgendjemand hat nämlich nachgefragt auf Twitter und da schrieb jemand 15%. Ja, nee, genau. Die haben auf 15, dann haben sie auf 25 und heute Morgen haben sie auf 30. Ja, okay. Also 15, ich glaube, da bist du ja irgendwie so als Top 15 schon raus. So ungefähr. Ja, also die sind fast 2000 Höhenmeter am Stück gefahren. Ja. 1900 Höhenmeter oder so am Stück. Und sausteil. Also wenn du da jetzt irgendwie 3, 4 richtig gute Bergfahrer drin hast. Ist ja auch voll unfair, ganz ehrlich. Guck mal, Kev muss fast eine Stunde länger fahren als sein Teamkollege Lutsenko. Ja, ist so. 52 Minuten, 21 Rückstand. Das sind dann aber auch die Türkei-Rundfahrt sauschwer. Das sind aber auch dann die 30%, oder? Weil die Etappe war ja nur 3 Stunden 4. Siegerzeit ist 3 Stunden 34. Oh, okay. Ja, was habt ihr noch so vom Wochenende mitgekriegt? Es waren ja die zwei italienischen Klassiker am Wochenende. Paul, du hast einen schönen Tag gehabt. Zwei italienischen Klassiker. Habe ich gelesen. Die Gravel-WM und Lombardei-Rundfahrt, oder? Genau, richtig. Bis zum gewissen Punkt war es ein... muss man unterteilen. Also der Tag war schön, mein Rennen sehr schmerzvoll, aber sonst... Ja. Hinten raus aber, ne? Ja, also ich meine, bis zur... Ich weiß gar nicht, zur Hälfte oder was? Bis 20 vor Ziel. Ja, ja, krass, okay. Ja. Ja, es ist schon heftig, auf jeden Fall richtig geil. Ja. Und du bist über Wort von Art gefallen. Jo, leck mich am Arsch, ey. Also das war, es gab einem so viele Wegrutscher, das war einfach, alle am Limit waren die ganze Zeit. Auf jeden Fall der Stürz und ich fahre halt über ihn rüber. Und das war wirklich so richtig, so wie so ein Comedy-Act, also der steht halt auf, schiebt sein Rad nach hinten und ich fahre halt wirklich so mit 2 km/h einfach über sein Hinterrad rüber. Und auch so, du siehst es halt kommen, du kannst aber nichts machen, weil deine Hände sind am Lenker, deine Füße im Rad drinne, und einfach so rübergefallen. Und wie gesagt, da stand auch ein Fotograf, aber ich habe noch keine Fotos gesehen. Du hast dein Rad kaputt lustig gefahren. Ausgesehen. Nee, der hat sein Rad nicht kaputt gemacht. Aber du, oder wie? Nee. Ah. Hä? Weil der hatte danach halt irgendwann noch Platten. Okay. Und ich glaube, der hat noch nicht so oft einen Reifen geflickt. Selber gewechselt. Selber geflickt. Ja, nee, aber Stimmung war abartig, Alter. Das war geiles Rennen, geile ZuschauerInnen und so. Und hat bis zu einem gewissen Punkt auch richtig Bock gemacht, halt bis zur letzten Rennstunde halt. Dann war es nicht mehr so schön. Das war aber auch richtig brutal. Wollte ich gerade sagen, ne? Sind ja auch viele dann, haben viele gestruggelt, so, ne? Der letzte Berg dann nochmal so richtig steil war da. Der war jetzt nicht steiler als die davor, der war halt nur am Ende, aber die Berge, also das, also in der Recon dachten ja alle, das ist echt viel Asphalt, aber im Rennen hätte ich mir gewünscht, da wäre mehr Asphalt, weil
Das war schon ein guter Mix. Also das, was man im Fernsehen gesehen hat, war schon so, dass man gesehen hat, dass es auch ein Gravel-Rennen war. Ja, hundertprozentig. Das ist halt, das ist halt immer so, die ganzen Amis, die in Rumbeckern sagen, da muss noch mehr Gravel rein, ist halt Europa. Also hier gibt es halt nicht 3 Kilometer lang Gravel am Stück. Und war schon ein wertiges Gravel-Rennen, war halt mega schwer. Und Mahuic, Alter. Ey, vor allem, ich bin ja mit dem seit Jahren, also fast ein Jahrzehnt, ja kein Rennen gefahren. Und das war der klassische Fall, wie der sieht im Fernsehen größer aus, als er in Realität ist. Also der und Askren sehen halt aus wie so Riesenmonster. Adam Hohic, der ist ja auch aber nur einen Ticken größer als ich. Und dann wusste ich auch, warum der so schnell hochfährt. Weil der Power Plus ist halt auch nicht unbedingt ein Riese. Also zumindest wirkt er auf dem Rad nicht wie ein Riese. Und der sah echt auch sehr ausgezehrt aus. Der hat sich auf jeden Fall vorbereitet. Der hat auch Teamkollegen mitgebracht, ey. Der hat schon durchgezogen, der Kollege. Ja, war, glaube ich, auch ein erklärtes Ziel von ihm, ne? Und jetzt sind auch alle verwundert, dass Straßenfahrer hinkommen und er als Gravelring gewinnen. Also ich meine, am Ende ist es, also ich meine, Strahlberg ist auch Gravel, ist natürlich jetzt noch ruppiger, aber du musst halt Radfahren können. Also du brauchst halt Power. Wenn du hast, du nicht. Also ist halt so, ist jetzt kein Mountainbike-Rennen, wo du dir auch noch die Eier haben musst, um bergunter laufen zu lassen. Also das ist jetzt schon nochmal eine andere Kategorie. Aber lass mal über Warte. Frauenrennen gab es auch noch. Kassia Niewiadoma zwei würdige Gravel-Weltmeister. Die Disziplin wechseln, um Rennen zu gewinnen. Ne? Ja, die trainiert das halt viel mit ihrem Mann. Ja, stimmt. Also da habe ich auch dran gedacht. Die, ne? Sie war da, ja die eigentlich so in der Hinsicht viel auf dem Gravel, auf Gravel unterwegs. Ich sag dir, warum sie es gewinnt, weil Gravel ist halt, ehrlich ist das falsche Wort, aber es ist halt viel mehr pure Kraft. Es ist wenig, also jetzt gerade bei der WM wird nächstes Jahr in Flandern anders sein, aber war wenig mit Taktik, weil du hattest selbst in den Flachstellen, die waren so technisch und so anspruchsvoll, du hast ja nie, dass du einfach nur rollst am Hinterrad, weißt du, und eine Teamkollegin auch wirklich nutzen kannst. Und Niewiadoma ist ja stark, so gerade bei schweren Rennen, aber die macht halt auch Fehler und jetzt war halt relativ einfach, Wolle nehmen. Also ich meine, die ist ja an dem Punkt losgefahren, wo man auch noch hätte warten können. Und hält halt den Abstand. Von daher, das war einfach auf pure Stärke und war bei den Männern ja genauso. Also die drei fahren ja von Valverde und mir weg, wo wir alle am Limit waren. Also Valverde fällt halt sogar noch von mir da weg in dem Moment. Und die waren einfach die Stärksten an dem Tag. Und hast du keine Geschenke bekommen. Von daher, ja. Aber ist halt geil. Also ich finde ja, dass jetzt auch eigentlich alle Kapitel haben, bis das Gravel jetzt da ist. So. Und nicht nur ein Trend, wenn man sieht, wie viele Leute da waren und wie das Interesse auch medial ist. Und Merida wird sich auch ein. Tja, mal sehen, wann das endlich olympisch wird. Dann kriegen wir auch Förderung in Deutschland. Lombardei. Pogi mal wieder gezeigt, wer der Chef ist. Unglaublich, oder? Also. Das war mit der Brechstange, oder? Also taktisch auch smart in dem Anstieg, muss man sagen. Muss natürlich auch die Beine haben. Aber. Also an diesem langen Anstieg, keine Ahnung, wie der heißt, wo er wegfährt. Aber Lecco Mio, ey, die haben sich halt auch alle richtig die Karten da gelegt, ne? Also es hat sich keiner irgendwas geschenkt. Ja, yeah, klar. Also es ist ja auch ein ultra hartes Rennen und ich finde einfach nur krass, wie Pogacar übers Jahr einfach immer da ist. So, der kennt kein Formtief, oder? Also Formtief war, fand ich jetzt in der Saison von Pogacar die WM, wo er Dritter wird. Oder? So, da war er nicht so ganz frisch so aus der Tour raus, aber ansonsten, ey, du findest ja in der findest Tour ja wirklich nur eine Handvoll zweistellige Ergebnisse bei dem Typen dieses Jahr. Also selbst bei einer Tour ist sein schlechtes Ergebnis irgendwie 58. auf einer Sprintetappe. Und das war auch sein insgesamt schlechtestes Ergebnis dieses Jahr. Aber ansonsten fast ausschließlich Top Tens. Ich glaube, 35% der Rennen, die er gefahren ist, hat er gewonnen. Unfassbar einfach, oder? Crazy. Komm, bevor wir zu unserem Gast gehen. Alrighty. So, Besenwagen, spontan die Ausfahrt genommen von der A7 oder so nach Regensburg, in die Nähe von Regensburg. Wir fragen gleich genau, wo wir gelandet sind. Und wir treffen den baldigen
Worldtour-Fahrer Henry Uhlich. Servus. Servus, danke für die Einladung. Hi. Hi. Henry ist 22 Jahre alt und ist jetzt 2 Jahre lang, zur Grobeinordnung wie immer, bei Alpecin im Devo-Team gefahren und wird nächstes Jahr Worldtour-Profi bei Alpecin. Und ja, ich habe auf jeden Fall ein paar brutale Sachen über dich gehört. Vielleicht steigen wir damit erstmal ein, bevor wir hier in die sportlichen Details kommen. Ich werde auch diese Voicemails einspielen, weil Ballerstedt-Voicemails immer gut für die Quote. Immer gut zu hören. Ich spiele es einfach vor. Das ist immer das Beste. Jo, Digga, kurz überlegen, Uhlich, was kann man so erzählen, auch in der Öffentlichkeit? Ja, erster richtiger Kontakt mit Uhlich war Nationalmannschaft, U17, Alter. Ich kam da an, wie so ein Profi, abgemagert, nichts mehr gegessen die letzten Wochen. Und Uhlich hat erstmal, glaube ich, 3 Gläser Nutella mitgebracht. Der hat zu der Zeit nur Nutella mit Weißbrot gegessen. Das war so 90% seiner Ernährung. Und der war da auch richtig krass, dann habe ich das auch so übernommen. Auch einfach mal eine Schachtel Nutella weggespachtelt. Ja, nee, das ist ganz lustig. Aber was ist jetzt so passiert? Ja, nee, also so viel, was man jetzt in der Öffentlichkeit erzählen kann, habe ich jetzt auch nicht mehr. Okay, das war's schon. Ja, kommt noch was. Eine kommt noch. Aber wir können ja hier erstmal kurz stehen bleiben. Auf jeden Fall geil. Erstmal Ballerstedt bekehrt. Ja, also recht hat er. Leider ist es bei Alpecin nicht mehr der Fall, dass es Nutella gibt. Deswegen ist wahrscheinlich die Performance manchmal im Rennen nicht so stabil wie in der U17. Das eine Nutella-Brot muss eigentlich noch sein vor dem Start. Nee, das stimmt halt wirklich. Ich bin immer mit dem Nutella-Glas angereist, weil fremde Hotels, die Chance, dass es ein Nutella gab, war relativ gering. Und deswegen war das Glas da mal dabei. Aber da gibt es auch eine lustige Story aus Steiermark. 2017 mit Hessmann und Ballerstedt haben sie mein Nutella-Glas entdeckt und sind zum Supermarkt und haben sich Reiswaffeln geholt und haben innerhalb von 10 Minuten das eine Glas zu zweit weggezogen. Und dann hatte ich nichts mehr übrig. Also da haben sie sich dann schon gut mit durchgeschnurrt bei mir. So, jetzt kommt die Steigerung. Ach ja, und ja, doch, das musst du erzählen. Mies eklig. Das ist der einzige Typ, den ich kenne, Alter, der morgens zum Frühstück Weißbrot, Nutella oder auch mal Marmelade isst und der dann da Rührei raufpackt, Alter. Der isst Rührei mit Marmelade und Brot. Also ich schwöre, dafür müsste man eigentlich ins Gefängnis kommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, mir schmeckt's. Das ist ja die Hauptsache. Ist das Gleiche wie Leute, die Nutella mit Butter essen. Also, muss man halt mal ausprobieren. Nee. Ich meine, jetzt können wir gerne eine langwierige Diskussion starten. Aber ich finde, man muss Nutella mit Butter essen. Ich finde Nutella einfach nur so aufs Brot, das ist irgendwie... Ja, das ist das Schlimmste, was für mich geht. Nutella mit Butter, deswegen esse ich Nutella mit was anderem. Aber ich meinte, ich akzeptiere es ja, weil ich das auch mit was anderem esse, deswegen. Ja, ich meine, Kohlenhydrate und Proteine im richtigen Verhältnis. Tom Bohnen, der hat auch immer, also zwar nicht auf dem Rührei, aber der hat auch so zum gekochten Ei immer so ein Apfel-Birnen-Kompott gegessen. Fand ich auch ein bisschen weird. Ja, ich finde, das geht aber schon. Also es ist quasi so süß wie eine Marmelade, aber ne, ist jetzt nicht so... Ja, yeah. Ja, okay. Aber ich meine, du hast ja in der U17 auch rasiert, dann lag es wahrscheinlich wirklich an der Nutella, ne? Ja, also wie gesagt, manchmal gibt es keine Nutella und dann organisiere ich mir eine und dann läuft es auf einmal wieder. Ich glaube, da merkt man schon, dass ich ein bisschen auch ein Kopfmensch bin und da auch meine Performance, glaube ich, sehr davon abhängig ist. Ja. Aber Nutella muss immer sein. Ja gut, wenn man weiß, wie es funktioniert, wie es für einen selbst funktioniert, dann ist es ja immer wichtig. Es ist witzig, dass du dich da als Kopfmensch bezeichnest.
ich würde ja sagen, Rennfahrer, die gern Nutella essen oder die weiterhin trotz professioneller Karriere Nutella essen, würde ich jetzt so nicht so als Kopfmenschen bezeichnen. Weil ja die anderen eher so ein Kopfmensch für mich eher sagen würde, so, ah ne, ich muss hier sparen, da alles richtig machen und so weiter. Und das ist ja eher eine gewisse Lockerheit eigentlich. Ja, aber andererseits, wenn man sich einredet, man kann damit performen oder nicht performen, ist es ja auch wieder Kopfsache, ne? Also wenn man kann nicht performen ohne Nutella, ja, das solltest du dir vielleicht nicht einreden. Ja, aber ja. Man braucht auch nicht so tun, als wenn Nutella, also ist jetzt nicht so, als wenn er sich eine Line Koks zieht, weißt du, also jemand, das halt am Ende immer noch einfach nur Nutella, andere ziehen sich halt Gummibärchen rein. Also ich meine, das ist halt irgendwie, finde ich schon auch in Ordnung. Er ist jetzt auch kein Bergfahrer. Klasse Vergleich, Paul, klasse Vergleich. Nein, aber. Klasse Vergleich, wirklich. Nein, aber, ja, mir ist gerade. Mir ist das mit dem Koks so eingefallen, weil Ballerstedt die ganze Zeit in den Videos immer so gemacht hat, meine Sprachnachrichten. Deswegen dachte ich, nehme ich mal das. Nein, Paul, du bist also zu lange in Berlin. Andere würden sagen, der hat einen Schnupfen. Hier, ne? Aber gut. Ja, wie auch immer, ich finde, ganz ehrlich, jetzt kann man sich auch mal gönnen, oder? Also lieber regelmäßig das so gönnen, als dann so Exzesse zu haben, wo du halt dann so halt oder nur noch sowas ist. Was ich meine? Also sich so runterarbeiten und vielleicht dann nicht vorm Schlafen gehen oder so. Ne? Deswegen immer zum Frühstück. Aber wie gesagt, leider gibt es das beim Team nicht und die Hotels sind jetzt auch immer noch so und es ist auch ganz schwierig, so Fake-Nutella zu essen. Also da fängt es schon an im Kopf. Also es muss Sven schon die Original sein. Bei Bora immer. Bei Bora gab es früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, von Ralf Denk immer richtig eins auf die Mütze, wenn er Nutella gesehen hat. Und gibt so Geschichten wie Leopold König, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, Uelta irgendwie vorne, Tour vorne und so. Auf jeden Fall, der war früher noch bei Bora dann im Team, als ich auch da war. Und der hatte dann bei der Tour immer Nutella geschmuggelt. Also das war bei Bora wirklich schmuggeln, weil es gab richtig Ärger, wenn Ralf es entdeckt hat. Und der hatte das aber eines Tages vergessen auf dem Frühstückstisch am Ruhetag. Der war immer der Erste beim Essen. Und ich kam dann zum Essen, saß an dem Tisch alleine und das Nutella-Glas stand auf dem Tisch. Da gab es einen richtigen Einlauf von Ralf. Weil bei uns gab es halt dann so Fake-Nutella. Also so von Rapunzel oder sowas. Also diese gesunde Nutella halt. Nusspie. Ja, genau. Ja, irgend sowas halt. Und da gab es richtig Ärger. Also Nutella war damals bei uns strengstens verboten. Ja. Soll ich jetzt auch noch eine Nutella-Geschichte auspacken? Ja, gerne. Ich habe auch keine. Aber ich wollte damit das Thema eigentlich beenden, weil reicht jetzt auch mal mit Nutella. Gibt nämlich viel spannendere Themen im Kontext Henry Uhlig. Allen voran finde ich ja sein Fanclub, der sich die Uhligans nennt. Oder? Das finde ich ein überragender Name. Cool, oder? Ja, oder? Also ihr kennt ja auch alle die Twitter-Bubble und ich glaube, als Albertin das mit dem Devo-Team veröffentlicht hat, 30 Minuten später hatte, glaube ich, August Bembel so eine Fahne und dann stand quasi schon auf dem Trikot Hooligans drauf und dann, also ich finde es immer faszinierend, wie die Leute aus der Twitter-Bubble immer so ein bisschen ganz schön smart sind in Sachen Namen erfinden, etc., aber einfach auf den Namen zu kommen, das war richtig genial und irgendwie hat sich dann einer auch gedacht, er benennt sich jetzt erstmal so auf Instagram und macht da die Fanpage, also es ist echt smart, wie man auf sowas kommt. Gab es da schon ein Treffen mit deinem Fanclub oder ist es alles nur online? Ja, es ist alles nur online, da gibt es ja auch noch so einen Hooligans auf Twitter, glaube ich, das ist auch wieder ein anderer, also die hängen ja da auch alle gar nicht zusammen, aber der Hooligans auf Insta, der da auch noch mehr Kanäle, aber ich glaube, das darf ich jetzt hier nicht so öffentlich announcen, da gibt es sonst ein bisschen Stress. Aber der macht noch andere Meme-Seiten auf Instagram. Yo, ey, nimm uns doch mal so ein bisschen mit dadurch deine Jugend, Kindheit und Heimat und erzähl uns, wir haben ja schon gehört, in der U17 hast du stabil rasiert, hast Ballerstedt beeindruckt und wie bist du bis dahin gekommen? So, wer hat dich aufs Fahrrad gesetzt? Was war dein erster Verein? Wie ist das so gelaufen? Leg mal los. Ja, also an sich muss man da ganz weit zurückgehen. Ich glaube, mein Vater ist ja früher mal Amateurrennen gefahren und so und dann, wo ich geboren wurde, war der auch noch so als sportlicher Leiter integriert und immer als Mechaniker bei den ganzen KT-Teams und dann wollte ich eigentlich schon immer Radfahren,
seitdem ich klein war. Und es gibt auch schon Bilder, wie ich mit 2 Jahren auf dem Fahrrad sitze. Und ich habe auch lustigerweise meinen Bruder, der 1,5 Jahre älter ist als ich, dem habe ich als 2-Jähriger das Radfahren beigebracht, wo er schon 4 war. ja, und dann fing es eigentlich an, dass ich irgendwie alle Bücher zum Radsport gelesen habe, also wirklich alle Geschichtsbücher, alle Rennen versucht habe zu gucken, was halt damals noch im Fernsehen kam. Und ich habe mir auch alle Ergebnisse merken wollen. Also wie gesagt, ich habe mir da alles... Was war denn damals? Erzähl mal so. Ja, wir können das ja nicht einordnen mit in unserem also, Alter. Was weiß ich, zum Beispiel 2008 habe ich mir halt jede Tour-Etappe angeguckt und bin dann nach der Etappe rausgegangen, habe mit Kreide Linien auf die Straße gemalt und habe dann den Siegesjubel nachgespielt und den Sieger, der quasi gewonnen hat, und habe den dann nachgespielt. Und da hätte es mich um irgendwelche Uhrzeiten fragen können, wer jetzt Etappe 7 von der Tour 2.6 gewonnen hat und wer Zweiter wurde, ich jetzt hier sagen können, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, aber damals war das halt so, das hat mich halt einfach interessiert und hat mich da mitgenommen. Und genau, da war ich da wie gesagt so nice. Radsport verrückt und wollte dann halt irgendwann auch mal Rennen fahren und nicht nur noch zugucken, und dann ging es halt irgendwann los mit fette Reifenrennen und dann habe ich irgendwann mal ein Rennrad bekommen, 2012. Und von da an ging es dann los mit Rennrad, Straßenrennfahren und alles mitgenommen von U13 bis U15 ETC, Bahnrennen, Crossrennen, so wie es halt eigentlich üblich ist. Und bin da jetzt auch schon, wie gesagt, richtig lange dabei. Und ich glaube, immer so im 2. Jahr in den Altersklassen hatte ich da immer ein bisschen mehr Erfolg, weil man da ja immer der Ältere ist und da das halt immer noch so auf die Entwicklung, die körperliche ankam. Und so in der U17, U19 hört es ja dann irgendwann auf mit der körperlichen Entwicklung und dann wird es ja eher mehr chancengleich. Und ja, dann habe ich in der U19 eigentlich im ersten Jahr auch relativ gute Ergebnisse gehabt und bin dann zur Polizei gegangen, um eine Ausbildung anzufangen. Und von dort ging es eigentlich mehr bergab als berghoch leider. Ich weiß ja, also ich weiß nicht, wie weit seit du das noch im Blick hast, aber ich habe dich ja versucht, seit der U19 zu verpflichten, ne? Sei es damals bei PVDC oder halt dann auch bei LKT. Ich bin ja keine Ahnung, über wie viele Jahre jetzt schon mit dem Vater mal in Kontakt gewesen, weil ich dich ja seit der U17 schon verfolgt hatte, weil du damals irgendwie auf der Bahn ja auch deutschen Rekord gefahren bist und all solche Sachen und der ziemlich rasiert hast, wie wir es vorhin schon erwähnt haben. Aber leider kam das irgendwie nie zustande, und ich weiß noch, wie Andi dann vor ein paar Jahren auch mal gefragt hat, ob der Uli irgendwas kann. Ich glaube, da warst du im ersten Jahr sogar. Er muss im ersten Jahr gewesen sein. Da lief es, glaube ich, nicht so richtig bei dir. Da hattest du irgendwie mal 1, 2 so Achtungserfolge, ne? U23, erstes Jahr. Bin ich ja eh nur 5 genau. Rennen gefahren mit Covid. Also, ich glaube, ich bin da gar kein UCI-Rennen gefahren. Genau. Naja, aber war er. War schade, dass es nie geklappt hat, aber ich meine, hast du am Ende auch ohne mich geschafft nach oben, aber ich dachte, ich erwähne das mal kurz, dass ich auf jeden Fall dich schon früh auf der Karte hatte. Aber genauso wie Marco Brenner habe ich auch schon in der U17, als er in der Hessmann 2. gewonnen ist bei der Meisterschaft, auf der Karte gehabt, aber leider nie verpflichten können, irgendeinen von den beiden. Das ist spannend, ne? Jetzt machen wir schon diesen Podcast so lange, jetzt sind schon Leute, die du vor Jahren irgendwo sind dir die mal aufgefallen und jetzt sitzen sie als angehende Profis oder Profis schon wieder im Podcast. Ja. Und LKT hat sich ja dann im Nachhinein, was dann richtig da nicht hinzugehen. Aber das weiß man ja vorher nicht, aber dann macht das Team nach einem Jahr zu, dann stehst du da. Und so mit Rat und was dann doch die richtige Entscheidung. Aber es war echt schwierig, weil Paul Voss, großer Name, wenn der einen anruft, da muss man dann schon erstmal überlegen, was man da jetzt macht. Ja, ging doch noch ganz gut aus. Für dich, oder? Ja, richtig. Jetzt im Nachhinein. Es wurden zwar viele Fehler gemacht, aber am Ende habe ich es jetzt erstmal geschafft und da passt es dann schon. Was meinst du mit, es wurden viele Fehler gemacht? Also was zum Beispiel? Ja, ich will jetzt keine und was unterstellen oder so. Es mit der Polizei hat halt mich echt in der Entwicklung richtig zurückgeworfen. 5 Jahre Ausbildung. Deswegen kann ich halt echt froh sein, dass ich jetzt noch den Sprung zum Profis geschafft habe. Einfach weil es so viel Zeit war. Ja, weil ich quasi 5 Jahre eigentlich kein Wintertraining hatte. Es ging halt immer dann, wenn du eigentlich
als Radfahrer trainieren musst, hatte ich halt quasi Ausbildung. Und es hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Und ich habe eigentlich jetzt jedes Jahr weniger trainiert, obwohl ich älter geworden bin. Und im ersten Jahr bei der Polizei dachte ich halt, ich kann auch genauso viel trainieren wie ein Normaler, der keine Ausbildung macht. Und dann habe ich das schnell gemerkt, indem es im Übertraining geändert ist, dass das nicht möglich ist. Und dann habe ich, wie gesagt, jedes Jahr ein bisschen mehr runtergefahren. Und jetzt bin ich zum Schluss, meine maximale Stundendauer von November bis Januar war einmal 8 Stunden. Sonst hatte ich immer weniger Umfang, weil ich einfach nicht die Zeit und Energie hatte, da noch zu trainieren, nebenher der Ausbildung. Pro Tag oder pro Woche? Mhm. Pro Woche hatte ich 8 Stunden. Das ist krass auf jeden Fall. Aber warum hast du dich für die Polizei entschieden? Also ich meine, hat ja auch sicherlich finanzielle Gründe gehabt, oder? Ich meine, man kriegt ja dann schon ein Gehalt. Das ist ja auch der Grund, weshalb viele zu der Bundeswehr gehen oder wollen. Ja, auf jeden Fall. Ich war da ja 16, 17, hatte da noch keine Ahnung vom Leben. Und ich habe das auch nicht so erwartet, dass es so wie Schule ist. Ich dachte halt, es ist mehr so praktisch, so wie man sich halt einen Polizeiberuf vorstellt. Aber ich wusste halt nicht, dass die Ausbildung halt 99% theoretisch ist und nur 1% praktisch. Und deswegen habe ich mich halt dafür entschieden, weil ich dachte so, das ist schon ein Beruf, den ich auch mal abseits vom Radsport machen wollen würde, aber ich wusste halt nicht, dass es so fordernd ist. Und jetzt hat man dementsprechend auch in den Leistungen in der Polizei gesehen, da ging es auch nicht vorwärts in den ersten Jahren, bis ich kapiert habe, wie es da abläuft. Und wie gesagt, ich wusste halt, dass ich im Winter immer im Radsport zurückstecken muss, aber das habe ich halt vorher nicht gewusst. Und im Nachhinein, du hast halt extrem ein gutes Gehalt und eine extrem sichere Arbeitsstelle und es ist auch extrem wichtig, eine Ausbildung zu machen, aber vielleicht kann man das als Radsportler irgendwie anders zeitlich legen, dass man die Ausbildung wann anders macht und nicht halt in den wichtigsten Monaten eigentlich. Aber das war schon Sportförderung, ja, oder? Ja, aber für, wie du sagst, für einen Radfahrer, gerade bei der Polizei in Bayern, schwer umsetzbar, weil ne, im Winter mit dem Tageslicht und so kriegst du da eigentlich keine Trainingskilometer mehr zustande. Hast du da genauere Einblicke vom Rutsch? Ich bin ja letzte Woche noch mit dem gefahren und der hat das ja auch gemacht. Aber ja, auch da immer in den Wintermonaten viel Zeit und ja in Anspruch genommen noch die Ausbildung, die er aber auch zu Ende gemacht hat. Weil halt sehr viel früh aufstehen, Rolle fahren, Polizeidienst, wieder Rolle fahren. Aber ja, ich glaube, wenn man es dann einmal hinter sich gebracht hat, kann man daraus viel mitnehmen für den Rest der Karriere. Also brauche ich jetzt hier Henry nicht zu erzählen, der hat es jetzt auch durchgebissen und irgendwie hat es geklappt. Ja, genau. Ist halt immer, ich weiß jetzt, Rutsch ist halt auch mental ein bisschen anders, der kommt da eher stärker durch, aber ich war da halt auch immer mental relativ schwach unterwegs und das hat halt dazu geführt, dass wenn ich zu viel trainiert habe, da hat es mir gleich immer einen Stecker gezogen und letztes Jahr konnte ich halt auch zum Beispiel nicht in irgendein Teamtrainingslager, weil ich keine Zeit hatte mit der Ausbildung, mit Prüfungen und so weiter und dann musst du halt einfach den ganzen Februar und März erstmal komplett ins Training reinstecken und dann hast du eigentlich immer so im April, Mai schon so noch so ein frisches Hoch, weil dein Körper noch frisch ist und dann fällt dir im Juni auf, Juni, Juli fällt dir auf einmal auf, ah, dir fehlt ja die Basis und du kannst dich halt nicht erholen von den ganzen Wettkämpfen, dann zieht es dir gleich nochmal einen Stecker und das ist halt immer ein bisschen schwierig so zu kompensieren. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt endlich mal den Winter hoffentlich durchtrainieren kann, ohne irgendwas aber anderes. Aber guck mal, das ist ja schon mal gut, weil eigentlich hat ja keiner oder man hat aufs Wintertraining ja generell immer ein bisschen weniger Bock als so, wenn das Wetter dann wieder besser ist. Aber du kommst jetzt zu den Profis, bist voll motiviert für ein Training im November. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß halt auch, dass ich, wenn ich jetzt gescheit durchkomme, dass ich einfach schon auf ein anderes Level komme, nur durch die Grundlage, die ich jetzt habe, die ich die letzten 5 Jahre halt nicht hatte. Und dann kann man ja darauf erstmal nochmal komplett anders aufbauen. Ja, krass. Also ist das auch der Grund, weshalb du doch schon auch sehr oft krank warst einfach? Ja, also ich würde schon sagen, dass es auch ein Grund davon ist. Wie gesagt, mir fehlt halt einfach die Basis, das zu kompensieren. Und dann schlägt halt der Körper gleich drauf, wenn der irgendwas spürt. Ja, aber hat es
jetzt in deinem Empfinden auch dann alles länger gedauert, als du es selber erwartet hättest? Also wenn man jetzt so in den Nachwuchsklassen einfach schaut, wie gut du da warst. Du warst in der U23 jetzt auch gut, jetzt nicht falsch verstehen, aber dass der Sprung zu den Profis dann doch in Anführungsstrichen lange gedauert hat. Also im jetzigen modernen Verhältnissen musstest du jetzt ja die ganzen 4 Jahre in Anspruch nehmen. Und ich glaube, bis jetzt bist du schon bei Alpecin als Profi oder immer noch Stagiär sozusagen oder wechselst du hin und her? Ja, im Moment bin ich ja noch im Devo-Team. Also ich bin ja erst im nächsten Jahr voll Profi. Ich bin jetzt quasi noch 2 Jahre KT gefahren und bin jetzt auch eigentlich nicht so viele Profirennen gefahren. Aber ich habe halt, wie gesagt, in U19 erstes Jahr, ich glaube, ich ein relativ gutes Jahr so mit Bundesliga gesehen und international war auch okay. Und dann hat es mich halt echt im zweiten Jahr zurückgeworfen mit dem Übertraining und seitdem hatte ich halt, wie gesagt, immer Probleme, das zu kompensieren und kann mich halt auch extrem glücklich schätzen, dass ich eigentlich bei Alpecin nach meinem zweiten U23 eine Chance bekommen habe, weil ich hatte da jetzt nicht so die Ergebnisse. Also ich bin halt, glaube ich, 2-mal in Kroatien aufs Podium gefahren. Was halt in Kroatien musst du ja erstmal aufs Podium fahren, wie man weiß. Das ist eine ganz schöne, schwere, besetzte Rundfahrt. Aber ansonsten ging da halt nicht viel. Deswegen kann ich da echt glücklich sein, dass ich da die Chance bekommen habe. Und ich glaube, ich habe halt dem Team dann auch von Anfang an gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, mir dann eine Chance zu geben. Und ich glaube, das war auch so gesehen von der Entwicklung her besser, 2023 noch nicht Profi geworden zu sein, weil ich ja eh noch die Polizei abschließen musste und dadurch auch einfach noch nicht bereit gewesen wäre. Und wenn man überlegt, wie ich jetzt den Winter durchtrainiert habe, dann schicken die dich dann irgendwie im Februar schon nach Saudi-Arabien oder was weiß ich. Da machst du ja gleich deine ganze Saison kaputt und also es war von der Entwicklung her schon viel besser, dass ich da jetzt nochmal die Chance bekomme, noch ein Jahr Devo zu fahren und es jetzt dann geschafft habe, hochzugehen. Ja, ist auch crazy, so wie viele Leute in deinem Alter haben noch dieses Potenzial offen, da jetzt quasi nochmal viel mehr trainieren zu können und viel besser regenerieren zu können. Das ist ja auch auf jeden Fall jeder andere in deinem Alter, der Profi wird, lebt auch vorher schon professionell eigentlich. Ja, ich habe ja, wie gesagt, also ich habe ja immer 8 Monate im Jahr die Möglichkeit gehabt, professionell zu leben. Dadurch, dass ich die Freistellung hatte. Aber es macht halt, wie gesagt, einfach noch einen riesen Unterschied, nur allein im Winter trainieren zu können. Da gibt es eine lustige Story. Ja, da gibt es ja jedes Jahr dieses BDR-Leistungstest in Freiburg. Und da gibt es ja diesen Performance-Test. Und da bin ich jetzt... Meinst du den, wo man würfelt? Ja, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber wir mussten da immer so Tests fahren. Und auf jeden Fall war ich der Einzige, der noch nicht im Trainingslager war von den ganzen BDR-Kader. Die hatten alle halt schon 20-Stunden-Wochen und ich kam da halt mit meinen 8 Stunden an. Und bin dann auf jeden Fall mit Abstand den besten Test von allen gefahren. Obwohl ich noch gar nicht trainiert habe. Und da war der Herr Krapsch auch ganz schön begeistert. Konnte es eigentlich gar nicht fassen. Aber darauf habe ich halt dann aufgebaut. Also ging auch ohne. Ja, irgendwo Talent, ne? Ich glaube, anders geht das auch nicht. Im Winter gab es halt auch Nutella. Ja, nicht nur ein Glas. Ja, und jetzt so gerade irgendwie die letzten 2 Jahre oder auch dieses Jahr schon das ein oder andere Top-Resultat dabei gewesen. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen so im Gefühl, im Hinterkopf, Henry Uhlich ist so ein bisschen, in Österreich sagt man, glaube ich, Stockerl oder Spital. So, wie ist deine Attitude, wenn du in so ein Finale reingehst? Also das mit Spital, das stimmt halt gar nicht. Ich bin der Erste, der auf die Bremse drückt. Das glaubt mir zwar keiner, weil alle irgendwie immer im Internet lesen, ich wäre ein Sprinter, aber ich weiß nicht, wer das erfunden hat, dieses Gerücht da reinzuschreiben. Letztens kam auch bei Paris-Bourges Ackermann auf mich zu und so, ja, du bist ja hier der Sprinter. Und ich habe gesagt, ich bin der Erste, der da eben nicht reinhält, weil ich irgendwie ein bisschen zu viel manchmal nachdenke. Und deswegen kann ich da leider nicht zustimmen. Ich stürze ja auch relativ selten, weil ich immer als Erstes auf die Bremse drücke. Und
Da gab es zum Beispiel auch einen Sturz in Ungarn letztes Jahr im Massensprint bei den Profis. Und, und Olaf Koi war neben mir und Olaf Koi bremst nicht und legt sich übel ab. Und ich bremse, ich lege mich zwar auch ab, aber ich habe mir gar nichts getan und er war halt komplett raus. Den hat halt komplett zerfetzt, wo ich mir halt denke, du siehst, dass sie stürzen, Mut zur Lücke und ich bremse halt ohne Mut zur Lücke. Beide legt's, aber einen erwischt es halt und den anderen halt nicht. Okay, dann bin ich auch auf dieses Gerücht reingefallen. Also ich bin auch eigentlich immer ein fairer Sportsmann. Das muss ich jetzt mal ein bisschen die Einstellung ändern, was ich so gesehen habe bei Paris Tours, was da abgeht, da muss ich auch mal ein bisschen anders fahren, aber ich lasse auch immer die Leute rein. Erzähl mal. Ja, also da gibt bei euch gibt es doch hier diese eine Kategorie, mit wem mag man am wenigsten. Da würde ich jetzt gleich mal auf Ryan Mullen gehen. Vor der ersten offiziellen World Tour Saison schon direkt hier. Oh, das habe ich schon öfter gehört. Die Leute markiert. Ja. Aber hier Ryan Mullen, ich glaube, ich bin jetzt 3-4 Mal gegen den gefahren und der fällt immer negativ auf. Nee, in Paris Tours sind es noch 20 Kilometer bis zum Gravel-Sektor und dann hat der halt Bora so links so 2 Meter Lücke gelassen. Dann dachte ich halt, da fahre ich halt mit unserem Zug rein. Und auf einmal fängt halt Ryan Mullen an, mich da ins Gras abzudrängen. Und also, wie gesagt, da ist immer noch 2 Meter Platz. Also der Zug fährt immer noch fast in der Mitte und er fährt dann extra aus dem Zug raus, um mich abzudrängen. Und dann wieder in seinen Zug reinzufahren. Und dann denke ich mir halt, was ist das jetzt? Und dann kommt halt so ein Shane Archbold und entschuldigt sich halt für Ryan Mullen, dass der halt so ein bisschen andersrum fährt. Aber ja, wie gesagt, vielleicht muss ich da meine Einstellung auch ändern und auch mal zurückschieben. Aber ich bremse da, wie gesagt, eher noch, als dass ich da ist ja, einen umfahre. Ist halt manchmal ein bisschen stressig, ne? So ein Radrennen. Ja, aber sowas ist halt einfach unnötig. Also, wie gesagt, der kommt bei mir auf die Liste beim Fahrer-Bingo. Die Hitlist von Henry Ulich. Von den Uligens, die wird er dann demnächst belagert. Ja, der wird jetzt erstmal richtig so gehatet auf Twitter. Ja, wer hat sich denn noch positiv, um das kurz zu Ende zu bringen, das Fahrer-Bingo, wer hat sich denn positiv bemerkbar gemacht von den Profis bis jetzt? Oh, das ist eine schwierige Frage. Außer Shane Archbold, der sich entschuldigt hat. Na, positiv. Also ich achte da jetzt nicht so drauf, wer nett ist. Ich achte eher nur drauf, wer nicht so nett ist. Nee. Aber, alles klar. Da würde ich noch mal ein bisschen anders nachhaken. Und zwar hast du ja eben erzählt, du hast schon so seit Kindheitstagen Radsport dann verfolgt. Wer waren denn da so für dich die Vorbilder, die dann gefahren sind zu der Zeit oder im Laufe deiner Jugendzeit? Also das größte Vorbild ist eigentlich John Degenkolb für mich, auch immer noch, was er immer noch so manchmal zustande bringt, ohne jetzt noch die Form von früher zu haben. Und dann auch so Mark Cavendish, ich habe da immer so geschrien, wenn der gewonnen hat. Auch als er 2021 wieder die nächste Tourstage gewonnen hat, danach war ich ein paar Stunden heiser, weil ich mich so rausgeschrien habe. Nee, eher solche Leute und deswegen war es halt auch richtig cool damals, als ich die Deutschlandtour mit Degen in einem Team fahren durfte. Es war so ein Traum in Erfüllung gegangen und selbst wenn er mich jetzt vielleicht im Rennen als Freund sieht, ist es für mich immer eine Ehre, wenn er mich anspricht oder mit mir irgendwas bequatscht. Da fühle ich mich immer noch geehrt. Genau. Aber ich habe ja auch noch zu Staufi und Fossi interessante Storys, woher ich euch eigentlich kenne. Und zwar haben wir jetzt immer, bin ich mal gespannt. Und zwar haben wir immer früher hier Thüringen-Rundfahrt U23 im MDR geguckt und dann hat Andi, glaube ich, 2 Etappen gewonnen. Ich weiß nicht, wann das war, 2009. Ja. Genau, und daher kenne ich dich und dann bist du ja, glaube ich, gleich zu Quickstep. Und genau. Und dann haben wir das erste persönliche Mal, ich war da 9, nach der Deutschen in Neuwied, standet ihr, du mit deinem Vater an der Tankstelle neben uns. Und das war halt als für uns als Kind auch so, oh, guck mal, da steht ein Profi und so. Genau. Nee, und Paul kenne ich aus der 3C-Gruppe, hieß es, glaube ich. Da bist du mit Tobi Eller zusammengefahren und Klemme und so weiter. Genau. Und da hat mein Papa mal sportlichen Leiter gemacht in Katholzburg. Bei der Bundesliga. Musste mal kurz. Ist es da?
Ist es da, wo ich gestürzt bin, mir die Arme gebrochen habe? Nee, ich glaube, es war ein anderes Jahr. Du hast beide Arme gebrochen? Beide die Story kenne ich doch gar nicht. Echt nicht? Nee. Ich habe in Karlsburg, es war glaube ich das erste Jahr, da habe ich schon in Bielefeld gewohnt, das war Muslamonta gewesen sein. Da bin ich gestürzt im Finale und habe mir beide Arme gebrochen, beide Ellbogen. Ach du Scheiße. Ja, ja. Und du hattest beide Arme in Gips? Ja, ja. Erzähl mal, wie das dann sonst so abging. Also wie hast du dann, musst du gefüttert werden oder was? Ich kenne Stories von Klemme auf jeden Fall. Jetzt denke ich die ganze Zeit so, haben wir das nicht schon mal im Podcast gehabt? Aber nein, Klemme hat das schon erzählt. Ja. Nee, also ich konnte, also... Dass sie dir die Hose anziehen mussten. Ja, genau. Und so. Also ich konnte gerade so auf Toilette gehen, aber ich musste gewaschen werden. Und von Klemme? Es gibt auch so, nee, von meiner Mutter und so. Ja. Ich war dann damals auch mit den, okay, das ist eigentlich wirklich witzig. Ich war dann damals, das war am Ende der Saison, war das, glaube ich, Karlsburg? Nee, das war immer im Frühjahr. Immer im April, oder nicht? Okay, auf jeden Fall habe ich danach sehr viel Party gemacht mit den Gipsarmen in Berlin und bin dann in Clubs reingegangen mit einem Gips und weißen Arm, so halt, und hatte einfach nur ein weißes T-Shirt an und sah halt aus, wenn das alles so zusammen war, und habe dann halt auch damit getanzt, halt damit den Arm. Halt diesen so. Robot-Dance. Ja, so ungewollt halt. Da gibt es auch sogar Bilder von mir in Clubs mit diesen Gipsarmen halt. Die will ich sehen, Paul. Nee, die wird es nicht zu sehen geben, aber ja, da gibt es gute Geschichten zu. War ein interessanter Sturz, ja. Ich habe mich halt mit den Händen... Frag bitte deinen Vater nochmal, Henry, ob das da war, wo Paul sich die Arme gebrochen hat. Nee, das war das Jahr davor. Nicht. Nee, es muss das Jahr danach gewesen sein. Weil das Jahr davor, weil das war mein erstes Jahr und das Jahr davor war ich noch nicht bei La Monta. Ja, aber ich glaube, du warst 2007 bei La Monta. Ich war 2007 und 2008. Ja, und ich glaube, es war 2008. 2007, 2008 war ich bei La Monta. Die Geschichte gibt's, ja. Und dann... Krass. Ja, und dann habe ich dich noch gesehen bei der deutschen Crossmeisterschaft in Strohlendorf, wo es so richtig kalt war. Ah, Lecco Mio bei -15 Grad oder so, ja. Minus 20 Grad, was es da hatte. Von denen habe ich auch immer noch die Flaschen. Ja. Da haben uns Flaschen gekauft und ein Trikot, alles aufgehoben. Und da warst du, wie gesagt, auch schon mit dabei. Das ist, glaube ich, U23. Henry Uhlig, richtiges Urgestein schon im Radsport. Absolut, nee, ey, wenn ich bei Wer wird Millionär sitze, dann bist du als mein Telefonjoker. Aber die Uni von mir ist halt auch richtig Radsport-Fans einfach, ne? Also dein Vater und deine Mutter sind ja auch bei vielen Rennen. Also die kenne ich ja auch schon, solange ich dich kenne, natürlich. Und, du warst ja auch früher ein guter Crosser, ne? Du hast ja auch alle Disziplinen gemacht. Ja. So Klassiker, einfach alles mal gemacht, überall gut gewesen. Auch einer von den Rennfahrern, wo ich gehofft habe, dass sie beim Cross bleiben, aber ja. Ja, ich habe jetzt mir jetzt ein Crossrad gekauft bei Canyon, weil ich wahrscheinlich am Wochenende ein Crossrennen fahren will. Und der Trainer hat schon gemeint, er hofft, ich bin nicht gut. Nicht, dass ich da jetzt noch wieder eine volle Cross-Saison starte. Das feiert er nämlich nie so. Bei den Rothoff-Brüdern musst du aufpassen, was das angeht. Das geht schneller, als du denkst, aber bist du Crossfahrer. Ja, es geht auch schneller, als du denkst, dass du da gar nicht mehr dabei bist. Deswegen musst du da echt, da musst du wirklich aufpassen, generell, was du tust. Ey, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema auch. Mal ein bisschen hier in die Team-Insights rein. Ja, Team-Insights gibt es eigentlich nicht so viele. Ich bin irgendwie ab und zu mal Mobbing-Opfer. Aber wenn Leute wie Van der Poel einen mobben, ist es, glaube ich, äußerst vertretbar. Ist in Ordnung. Wie der mobbt? Was macht er denn? Ja, die ärgern mich die ganze Zeit. Also angefangen hat es damit, dass im ersten Trainingslager hat er sich in der Satteltasche festgehalten oder am Sattel und meinte so, oh, deine Bremse schleift. Und das habe ich halt gar nicht lustig gefunden. Und dann hat er abends noch vor allen gesagt, ja, hast du jetzt dein Fahrrad kontrolliert? Deine Bremse ist doch kaputt. Und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht weil ich der Jüngste war, ist er mal auf mich losgegangen. Also jetzt nicht übertrieben, aber nee, und dann letztens im Rennen hier GP Valloni bin ich mit dem gefahren, hat er mir auch irgendwelche Sachen gesagt, von denen ich noch nie was gehört habe und hat mich die ganze Zeit angelacht und ausgelacht. Und dann kam ich in den Teambus und dann hat er es auch zum sportlichen Leiter gesagt und ich stand da halt so verdutzt da. Und dann habe ich ihn halt darauf angesprochen, was das soll, dass die mich jetzt hier stänkern und zur Verteidigung konnte er eigentlich nicht viel sagen, nur dass er auch andere stänkern würde, aber
wenn das ein Van der Poel macht, da ist es noch halbwegs aushaltbar. Der hat Angst vor dir. Ja. Ich wollte gerade sagen, also das, der sieht wahrscheinlich, dass du was kannst, ja, und deswegen muss er da so, weiß ich nicht, ein bisschen drauf rumhacken. Nicht, dass, dass er ihm zu schnell die Position streitig macht. Nee. Also da hat er auch was nicht Schönes gesagt. Valonie ist ja, der, glaube ich, 8 vor 10 gestürzt oder so. Dann sollte ich warten auf ihn. Und dann warte ich. Und auf einmal sage ich zu dem, ja, ich fahre dich jetzt vor. Da sagt er so, ach, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich mach's gern allein. Und dann stand ich halt da. Mitten im Nichts. Ja, also irgendwie hat er nicht Angst, dass ich die Posi streitig mache, sondern eher Angst, dass ich ihm die Posi nicht einbringe und dass er das Finale nicht fahren kann. Das ist wahrscheinlich eher seine Angst. Weiß ich nicht. Verhaftet wegen Stänkern. Aber was meinst du, mit man jetzt auch schneller raus? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil ich jetzt eigentlich, ich weiß, hier sind nicht alle große Rothaus-Fans in diesem Podcast, aber was man dir ja schon zugutehalten muss, dass... Also es ist auf jeden Fall gut, dass sie 100 Teams haben, wo sie Fahrer reinstecken können und Fahrerinnen, weil die immer schon mal ein paar ganz gute Schätze irgendwo rauskramen, ne? Die andere Leute nicht aufnehmen. Das muss man denen schon zugutehalten. Ja, also ich meine, dich haben sie jetzt ja auch, also es war ja für die erstmal kein Risiko, weil ich denke nicht, dass du ein Riesengehalt bekommen hast, als sie dich genommen haben. Aber die geben halt Leuten schon so auch mal eine Chance, wo man vielleicht als Fahrer woanders keine Chance kriegen würde. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die beiden Brüder sind da in dem Sinne schon echt sehr gut aufgestellt, Leuten eine Chance zu geben und auch Talente zu erkennen. Und man hat es ja oft gesehen, die haben ja immer Fahrer eingestellt, die bei den ganzen Teams keine Verträge bekommen haben, haben mir einfach noch eine Chance gegeben. Und ich glaube, das muss man halt eben auch gut nachsagen, weil das eigentlich echt fair ist. Also das kann man nicht anders sagen. Sie sind einfach fair gegenüber dem Sportler und dementsprechend bist du halt auch schnell raus, wenn halt was schief läuft. Aber wenn halt alles in Ordnung ist und du zum Beispiel verletzungsbedingt ein Jahr nicht fahren kannst, dann sagen sie halt, hey, wir geben dir halt nochmal ein Jahr und du kannst dich nochmal beweisen. Wie das zu sagen, wenn ja, dein Vertrag ist weg und du bist jetzt auch raus. Also das stimmt wirklich. Also da kann man nichts Schlechtes dagegen sagen. Rothoff ist auf jeden Fall auch einer der wenigen gewesen, der jetzt bei dieser Tour de France-Doku nicht so gut weggekommen ist. Muss man sagen. Ich habe es nicht angeschaut, warum? So kritische Interviews und so. Jasper Philipps ein bisschen madig gemacht die ganze Zeit. Und der hat ja dann noch gewonnen aus der Champs-Élysées-Etappe und er war natürlich irgendwie so Happy End und alle waren fröhlich, aber währenddessen halt immer so, ja, der muss sich erstmal beweisen und nicht die sympathischste Rolle eingenommen. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber es kam halt sehr ehrlich rüber, also eigentlich, so wie ich ihn kennengelernt habe, war er auch nicht anders wie da im Interview bei Netflix, also ja. Deswegen, natürlich kommt man da schlecht weg, aber er hat halt seine ehrliche Seite gezeigt. Okay, kurzer Ausflug in die Zukunft. Jetzt, ich denke mal, ein Etappenziel, World Tour Vertrag erreicht, aber es geht ja weiter. Wo geht's hin für den Uhu? So, was ist deine Traumkarriere? Skizzier ja, das also mal. Wie gesagt, Leute denken, ich bin ein Sprinter, aber das bin ich nicht, deswegen bleibt ihr dann am Sprinter, kommt erstmal der Klassikerfahrer. Deswegen will ich da erstmal meine Karte hinsetzen. Ich denke vor allem nächstes Jahr, dass ich schon Chancen habe, so bei den belgischen Punkt 1, Punkt Pro Rennen da auf Ergebnis zu fahren. Und das Team ist da auch relativ offen, dass ich da meine Chance bekomme. Und bei den World Tour Rennen ist man natürlich immer Helfer anfangs. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich gewohnt als Kind Siegfahrer zu sein. Das ist halt dann immer schwierig, wenn man nicht so viele Rennen gewinnt, dass man da den Hunger nicht verliert. Weil das ist das, was ich eigentlich am besten kann, so nach Renninstinkt zu fahren. Auch so ein Finale fahre ich gerne mal alleine, weil ich da besser bin, mich da alleine durchzufinden, als wem anders zu vertrauen. Und deswegen denke ich halt, dass diese belgischen Punkt 1, Punkt Pro Rennen auch auf mich zugeschnitten sind. Aber langsam bist du jetzt auch nicht.
Also das kannst du ja nicht kleinreden, ne? Also vielleicht jetzt kein so ein klassischer Massensprint bei einer Flachetappe, aber ich denke mal, wenn es so ein bisschen vorsortiert ist, so ein Fahrerfeld so von 40, 60 Mann, da kannst du schon auch mitsprinten, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also es geht immer nur um den reinen Sprint. Also an sich bin ich wirklich schnell, das stimmt schon. Ich habe, glaube ich, schon mal einen Massensprint gewonnen letztes Jahr. Aber es war auch mehr mit Glück als Verstand. Und es stimmt wirklich so 50, 60 Mann. Das ist eigentlich so mein Ding. Wie du sagst, also nicht der reine Sprinter, aber eher so wie, deswegen habe ich ja auch Dege so als Vorbild. Weil das eigentlich so das ist, was ich denke, so Dege in seiner Primetime, dass ich da so auch quasi so dahin kommen kann, so Hügelsprints gewinnen und einen Massensprint vielleicht mal reinhalten. Jetzt geht's ab hier im Gaming Center Ulich. Kann man das irgendwie ausschalten? Ja. Ich weiß es nicht. Man muss dazu sagen, hier hast auf jeden Fall einen schon professionellen Stuhl an deinem Schreibtisch stehen. Ja, der ist schon ein bisschen verstaubt, weil ich nicht mehr so oft spielen tue. Bist du ein Gamer? Warst du ein ja, Gamer? Ja, bis ich wirklich Pro Cycling Manager war als Kind mein Hauptding. Aber ihr lacht. Also es spielen so viele andere auch. Hier Axel Ross, der hat da 1000 Spielstunden in dem Spiel, jedes Jahr aufs Neue. Der Weltmeister 023. Triste Bond meinte auch, ja, er kennt die ganzen Fahrer von Pro Cycling Manager. Und also das Spiel ist schon... wird schon gut gespielt. Aber ansonsten hier mit Kollege Philipp Walz, dem zocke ich mal ab und zu Fortnite. Oh, stimmt, ja. Das ist auch immer witzig, immer über die neuesten Sachen reden im Team und dann noch ein bisschen mit Walze durchgrinden, das macht auch Spaß. Lass mal, ist schon lange nicht mehr gestellt eigentlich die Fragen, so, schlimmste Hungerast oder eine Besenwagengeschichte? Weißt du was? Gutes, also ich habe mir schon das ganze Jahr habe ich auf die Frage gewartet, dass ich endlich mal eine Besenwagen-Story erzählen kann. Da wird der Kontext ein bisschen weiter hergeholt. Auf jeden Fall bin ich bei der AOF in der U17, also es sind so europäische olympische Jugendspiele. Da bin ich gestürzt nach 10 Kilometern. Und da war ich halt komplett verblutet und musste auf jeden Fall einen Besenwagen, weil das Ersatzrad nur Riemchenpedalen hatte und halt für keine Klickpedalen Verfügung hatte. Und dann saß ich auf jeden Fall in diesem Besenwagen. Und jetzt halt der Kontext. Als Kind, wenn man zum Beispiel, Kids Tour Berlin gefahren ist, das war halt als in der U15 das größte Event, was es gibt. Und dann fühlst du dich halt wie ein King, wenn du das Rennen gewinnst oder halt eine gute Platzierung hast. Und so dementsprechend siehst du halt auch andere Fahrer, die das Rennen gewinnen. Boah, der ist ja dann voll berühmt und der ist ja richtig krass. Der wird ja bestimmt Profi und was weiß ich. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der das so gefühlt hat als Kind. Und auf jeden Fall saß dann halt da so ein Slowene mit dem Besenwagen. Und auf einmal... der Slowene hat halt die Kids Tour gewonnen und für mich war der halt so, boah, richtig krasser Typ, Kids Tour gewonnen, der wird bestimmt mal Profi. Und dann spricht er halt mich mit meinem Namen an und für mich war das halt so, boah, der Typ ist richtig erfolgreich und der kennt mich persönlich und da war ich echt geflasht, so, das war so meine Besenwagen-Story, dass ich einfach erkannt wurde. Weil du siehst dich halt dann selber eher nur so, ja, ich bin ja nur so ein kleiner, winziger Radfahrer, mich kennt ja keiner. Und dann der Kids-Tour-Sieger spricht dich quasi mit Namen an. Das ist meine Besenwagen-Story. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Twist und sagst, das war ein Talent. Nein. Nein, da hieß Jan Beff, glaube ich. Das war immer so Tim Oelkes Dauergegner in der U15 und U13. Ey, das ist so krass, ne? Wie halt wirklich, also ich kann mir das, keine Ahnung, ich war in dem Alter noch nicht so gut, deswegen weiß ich es nicht, aber ich kann mir das halt bildlich vorstellen, echt
dass man sich wirklich wieder King vorkommt. Und desto älter man wird, desto irrelevanter wird das, ne? Also desto, also jetzt so ist es halt, einige davon, der Großteil ist gar kein Profi geworden. Und es werden auch so Juniorenresultate so komplett irrelevant. Das ist halt echt krass. Ja, es ist ja. Aber zu dem also Zeitpunkt ich denke halt immer noch gerne an meinen Etappensieg auf dem Kuhdamm zurück. Ach, du hast da auch gewonnen. Ich war der allerletzte Sieger auf dem Kuhdamm, weil danach sind sie nicht mehr auf dem Kuhdamm gefahren. Ja, schade, schade. Das war echt, also das war einfach auch ein Riesenevent für ein Kind. So mitten in Berlin Rennen zu fahren. Aber ja, jetzt auch schon ein paar Jahre lang, zumindest mal nicht mehr auf dem Kuhdamm. Das war echt der Champs-Élysées von den Kindern. Also kann man ja nicht anders sagen. Das war ja immer das Highlight. Also Kuhdamm da, das war ja richtig, richtig cool. Henry, jetzt so vor deiner ersten Wintersaison als Vollprofi, hast du jetzt bestimmt noch ein bisschen Pause? Hast du irgendwelche Pläne noch? Oder bist du schon, wie Basti hat es nämlich im Intro der Folge so ein bisschen angekündigt, dass die meisten jetzt schon wieder kaum die Füße stillhalten können, bevor das Training wieder losgeht. Aber ich glaube, wenn man so eine Saison hinter sich hat, so wie du, ist da jetzt, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Urlaub angesagt, oder? Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal Saison-Highlight Crossrennen am Sonntag. Und dann ja wirklich die Füße hochlegen. Ich glaube, vor allem mental ist es eher am wichtigsten abzuschalten. Ich werde dann wahrscheinlich zu meiner Familie von der Freundin fahren. Die wohnt in Brandenburg. Ach schön. Das war mal ein toller Winterurlaub. Also du meinst Brandenburg, die Stadt? Ja. Ja. Und dann noch zur Ostsee hochgucken oder so. Ja, da wird es schon wieder schöner. Da kann man gerne. Nee, aber es hat sich jetzt spontan nichts ergeben, dass ich da irgendwie noch ins Ausland fliege. Und deswegen wird es auch schon passen. Muss man ja auch nicht. Ja, ich wusste jetzt, ich hatte jetzt seit 5 Jahren keine Offseason, deswegen war ich da jetzt eh erstmal überfordert, was ich da überhaupt mit meinem Leben anfange. Weil vorher war mein Tag immer so getaktet mit der Polizei und jetzt habe ich ja wirklich nichts zu tun. Was hast du denn jetzt hier, hast du das schon das ganz neue Crossrad jetzt von Canyon geholt oder was? Nee, also ich habe jetzt auch nicht so das Geld, also ich musste es wie gesagt kaufen. Ich habe da letztes Jahr mal nett angefragt und dann kam eine klare Absage vom Herrn Rothoff, deswegen habe ich es dieses Jahr gleich gelassen und habe es gleich eigenständig gekauft. Und ich glaube, ich habe den ältesten Rahmen, den es gibt und dementsprechend auch den günstigsten. Dass ich da ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie 10 Crossrennen fahre, dass ich sage, ich muss mir da jetzt ein Crossrad kaufen, was richtig gut ist, sondern für mich muss es nur funktionieren und ich fahre jetzt mit Spaß und da passt, wenn das auch das älteste ist. Ja, ist klar. Ja, das Radsport, ne? Also einige Hörer, die werden jetzt so denken, so, was? Ja, aber das ist eine Sonderfolge. Also das brauchen wir jetzt hier nicht besprechen. Das ist eine Sonderfolge, ja. Die wird nie rauskommen, aber... Ja, weil wir dann alle keine Räder mehr kriegen. Aber nee, das ist... egal. Genieß es am Wochenende. Schön ja, ballern. Und dann... das sind so Folgen mit Leuten wie dir. Da freut man sich schon auf eine baldige Wiederholung auch so. Da sollten am besten keine 2 Jahre ins Land gehen und dann mal über die ersten Erfolge und Erfahrungen in der World Tour berichten. Du hast ja auch eine schöne Liste angelegt an Sachen, die du erreichen willst. Ja. Die werden wir jetzt abhaken, regelmäßig mit dir, oder auch nicht. Dich nochmal dran erinnern. Ja, genau. Ja. Aber, nee, aber ich wollte jetzt nur noch, das Vorbild John Degenkolb ist ja auch nicht so weit hergeholt. Irgendwie hast du mich schon immer so ein bisschen an ihn erinnert. Also so vom wie du am Rad sitzt und gibt's ja auch viele Parallelen, ne? John ist auch früher ein bisschen Crossrennen gefahren, in der Jugend zumindest noch. Alle Guten eigentlich. Ja, weiterhin viel Glück. Grüße an deinen Vater. Ist auch immer, sein Vater, wenn er mich schreibt, er schreibt immer Gruß Uhu. Oder Wochenende. So ein Spruch am Ende. Wochenende. Weitermachen, Wochenende. Genau, weitermachen, Wochenende, genau, irgendwie so, ja. Ja, und zur Begrüßung müssen wir auch Krise sagen. Das schreibt ja auch immer. Stimmt. Denn er so, ja, hat sich schon im Radsportkreis auch so weitergebildet. Also es ist nicht so, dass er so eine komische Sprache hat, sondern es hat sich auch noch weitergegeben. Da hatte mir nämlich gerade, als du Wallonie mit Mathieu gefahren bist, da war er, glaube ich, so stolz drauf, da hat er mir noch eine Nachricht geschickt. Hat er mir eine WhatsApp geschickt. Und er hat mir gesagt, dass du mit Mathieu gefahren bist. Ich glaube, da war er als Vater sehr, sehr
Ein stolzer Moment für ihn. Ja, also für ihn war es auch schwierig, in der U19 dann aufzuhören, als Trainer für mich tätig zu sein, weil er mich doch immer betreut. Und es war schwer für ihn, da loszulassen. Aber ich glaube, er hat es jetzt schon relativ gut überbrückt. Und wie du sagst, er kommt ja jetzt immer zum Rennen mit und macht da seinen Urlaub quasi, seinem Sohn da um die Ecken zu fahren, zu gucken. Aber das, ich finde das gut, weil ich hatte letztes Mal im Podcast schon das Thema, ich habe es reingeworfen, dass egal, wenn ein Belgier oder Holländer einen Radrennen gewinnt, und egal wo, immer irgendeiner aus der Familie noch da ist. Also, musst du mal gucken, das ist wirklich immer, die Freundin ist irgendwie immer da, ja, oder die Familie oder beides. Und bei dir wird es dann als erster deutscher Fahrer auch so sein, dass entweder, ich weiß nicht, ob deine Freundin mit dabei ist, aber zumindest deine Familie. Das stimmt. Immer die Chance hoch ist, dass sie auch dabei sind, ja. Ja, dann darfst du ja nur gewinnen, wenn die da sind, ne? Also. Nee, aber das stimmt. Ja, gut, dann musst du sie zu richtigen Rennen einladen. Alrighty. Dann, danke für deine Zeit. Ich hatte jetzt doch ganz schön lange vereinnahmt hier. Und. Ja, danke für die Einladung. Bis bald. Hat mich gefreut. Genau. Und ja, ich hoffe, man hört sich bald wieder. Ja, mit Sicherheit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dann danke in unserem dir. Sinne, Wochenende. Ciao, ciao.